Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, Leute. So, wie versprochen, probieren wir in der heutigen Folge den nächsten Kultisten gleich. Er ist jetzt 400 Meter weg ungefähr und den schauen wir uns auf jeden Fall an, ob wir den knacken können oder nicht. Der ist Stufe 19. Okay, das Gebiet müsste auch passen. Hier ist ein Aussichtspunkt, hier ist wieder ein komischer Söldner, den lassen wir lieber in Ruhe, der ist 24. Und dann würde ich sagen, jo, machen wir das doch gleich hier. Wir könnten eigentlich die Insel gleich fertig machen. Das ist eh so eine kleine Insel. Dann schauen wir uns noch hier ein bisschen Fragezeichen an. Weil wer weiß, wann wir hier wieder raufkommen. Und vielleicht sind wir auch schon Stufe 20 bis dahin. So, ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Servus. Pirateninsel. Das Land der Beute. Hoffentlich ist es auch so. Vergessener Wachturm. Okay, schaut jetzt nicht so schlimm aus. Anführende Jägerin töten. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Wir werden nicht erwischt. Doch. So ist es uns nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, gleich weiter zum nächsten Fragezeichen. Das sich denn hier befindet. Ein kleines Inselchen hier. Leder ist immer gut, Leute. Akatropolis von Kathia. Okay, dann glaube ich, haben wir hier nichts. Dann haben wir bloß einen Ort entdeckt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hier lang und dann langsam hier hoch. Ich bin echt auf den Kultisten gespannt. Los, Papas! Oh nee, oder? Oh nee! Festung! Ella! Oh. Okay. Okay, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern wieder. Spult einfach vor, wenn ihr es sehen wollt. Aber hier ist wahrscheinlich mehr los. Boah, sie sind 20. Ah, nee, Leute, das lassen wir, glaube ich. Also bleibt ruhig doch dran, weil da gehen wir nicht rein. 20 ist ein bisschen zu krass, glaube ich. Das schaffen wir noch nicht.
Und dann holen wir uns hier den Ort. Müssen wir uns später machen, wenn wir ein bisschen höher sind. Okay. Komplett ins Wasser gerannt. Und wird sich aufgepasst. Wahrscheinlich wird der hier drin sein auch. Ja, mit Sicherheit. Schauen, dass ich den kleinen Mist hier rausschalte. Genau, jetzt kann ich mich auf dich konzentrieren. Jedes Mal laufe ich in die Dinger rein. Der war aber nicht so schwer. Da war der andere schlimmer, finde ich. Aber die geben halt auch gut Rüstung. Okay, schauen wir doch mal, was wir bekommen haben. Jo, auf jeden Fall besser. Okay, somit haben wir schon wieder 3. Und wir brauchen noch mal 3 von denen und dann können wir auch schon wieder aufwerten. Den hier oben bräuchten wir. Den haben wir noch nicht, oder? Augen des Kosmos verfolgen. Okay, den haben wir mal verfolgt. So, jetzt muss ich aber noch irgendwo ein Schatz sein. Sagen wir, gehen hier einfach mal weiter. Ah, oh, hier ist nichts. Ikaros nicht verfügbar.
Ja. Und Wasser vielleicht? Komm, wir fliegen mal mit Icarus. Hier ist der Schatz. Sehr schön. Wir haben den Aussichtspunkt noch. Sehr schön. Okay, wieder ein Punkt mehr, wo wir hinreisen könnten. Jetzt haben wir hier noch einen Punkt. Piratenrache. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier die Fragezeichen noch ab. Unten wir noch eins, aber das lassen wir jetzt erstmal. Die Insel so ein bisschen absteht. Wo ist jetzt? Alter, machst du gut Schaden. Hallo? Echt beste Rüstung. Niemand darf mich entdecken. Vielzahl Ostragon-Rätsel, Schatz plündern. Okay, es wäre alles gleich auf einen Haufen, gell?
hier Befehlshaber. Wo ist der Befehlshaber? Der da ist es. Okay, hat immer noch nicht gezählt. Muss ich hier irgendwo noch rumkriegen. Jedes Mal. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir jetzt endlich mal diesen blöden Befehlshaber noch kriegen. Befehlshaber, wo ist der? Die Gegend wird gut bewacht. Stufe 20! Sehr schön!
sofort abgeschlossen. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einmal hier oben in den Kreis noch rein. Na los, komm. Alter. Schweinejagd hier. Mit dem Schwein. Identisches Schwein. Also noch eins. Was ist denn hier los überhaupt, Mädch? Der Zoo, hey. Okay. Weiß ich doch, dass Kopfgeldjäger Jagd auf mich machen. Die machen ganz Zeit auf mich Jagd. Okay, somit haben wir wieder eine Schnellreise. So. Da unten wäre ein Schmiede. Aber jetzt würde ich sagen, holen wir uns das Fragezeichen hier noch. Sorry, brauche euer Fell. Ah!
Ach, das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte schon, dass ich hier sterbe. Okay. Das läuft. Jetzt haben wir noch ein Fragezeichen, dann sind wir eigentlich hier durch. Genau, das ist das da. Dort hinten. War mir klar. Du, aber wo ist das Alpha-Tier? Das wird da hinten irgendwo rumeiern. Oh, ein schöner Helm. Aber leider nur normaler. Haben wir die jetzt schon oder nicht? Oder ist er schon down gewesen, oder was? Der ist schon down, okay. Weil er hier war der Alpha-Boss. Okay. Schauen wir mal hier hoch. Okay. Da oben, glaube ich, ist auch noch was, oder? Haben wir schon gelootet. Müsste es eigentlich gewesen sein. Gut, Leute, damit müsste die Insel eigentlich so weit durch sein. Was ich mal schauen wollte, ist in meinem Inventar, was haben wir denn jetzt da? Stufe 18 sind eigentlich gar nicht so schlecht, aber die machen eigentlich nicht so groß Schaden. Das Kriegerschaden bringt mir nichts. Bringt nichts. Gut, dann ab zu unserem Schiff. Es ist hier unten. Ich könnte sogar eine Eroberungsschlacht machen. Schiffsdock. Ah, da unten ist unser Schiff. Ey, ey, ey. Komm, wir schauen mal zu dem Eroberungs.
Ding da, vielleicht können wir da schon eine Schlacht machen. Das wäre ja eigentlich jetzt nur noch diese blöde Festung, die uns fehlen würde. Ich weiß nicht eben, ob wir die brauchen, damit wir die Schlacht machen können. Schon wieder so ein blöden Ding, ne? Vorwärts. Komm schon. Ella. Probieren das aber, vielleicht können wir was starten. Ich glaub's zwar nicht. Müssen wir die blöde Festung machen? Oh, die Festung, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Polemachen, Befehlshaber, Kriegsvorräte. Boah, das wird hart. Ach komm, wir gehen mal zur Festung, oder? Staatsfestung ist gut geschützt. Wollen wir es mal probieren? Komm, wir probieren es einfach mal. Ein Versuch. Und dann sehen wir schon, ob es Sinn hat oder nicht. Ja, ist halt, finde ich, sicher gut auf. Immer ein bisschen ein Geduldsspiel, dass man das schafft. Aber ich sag mal so, wenn wir schon auf der Insel sind, dann müssen wir nicht wieder zurückreisen irgendwann. Lecker Milchshake. Heftiger Scheiß. Die machen gut Schaden, die kleinen Penner. Sind wir eh schon dran, ne? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Jo, die werden immer gut verteidigt. Schon wieder. Das ist zum Kotzen, oder? Hier ist doch schon wieder irgendwo so ein blöder. Klar, da, 24. Meine Fresse.
Okay, wo ist das Lagerfeuer? Das muss ich gleich mal. Da ist das Leuchtfeuer. Das muss ich erstmal manipulieren. Ja, das war klar. Schauen, dass ich ein bisschen wegkomme. Du entkommst mir nicht!
Okay, zwei Befehls aber noch. Alter, willst du mich verarschen? Alter! Mann, jetzt habe ich den schon gehabt. So eine Scheiße. Ich hätte abhauen sollen. Mann! Sehr ärgerlich jetzt schon wieder. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Ich muss wirklich das mit dem Feuer erst machen, dass ich das blöde Feuer ausschalte, weil durch die blöden Feuertafeln holen die jedes Mal Verstärkung. Ich werde mal schauen, dass ich gleich in die Feuertafel raufkomme. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Oh, es dauert aber lange zum Nach. Da ist sie!
Stücke! Geht aus die Schale. Wo muss ich eigentlich hinkommen jetzt? Hä? Wo kann ich die nicht in eine Falle legen? Oh, schon wieder ein Söldner. Ah, da hinten ist es. Oh, ich muss da hinten rauf. Na, jetzt geht ihr da drauf. Okay, ich glaube, dass jetzt frei ist. Steht er nicht mehr hier? Die verfolgen den alle, ey, Wahnsinn. Hey, habe ich dir schon erzählt, was ich auf dem Meer gesehen habe? Ein Schiff ist förmlich durch ein anderes durch. Das ist ja viel.
Alter, ich habe gesehen. Jetzt mache ich den. Da gibt's keinen Alarm. Thank you.
heftiger Scheiß. Okay, da ist noch ein... Ich könnte eigentlich für Schiff gebrauchen. Warum stirbst du? So, okay. Brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt noch zweimal Kriegsvorräte. Einmal hier. Und da einmal. Ich habe ganz übersehen gehabt. Ah ne. Das ist hier so eine komische Kiste. Staatsschatz. Okay. So, und da oben noch eine. Ist er schon. Okay, Gebiet fertig. Okay, Leute. Ich muss vorsichtig sein. Dann schauen wir doch mal schnell ins Inventar. Wir haben, glaube ich, waffenmäßig. Oh. 20, ein 20er Bogen können wir jetzt auch nehmen. Ja, natürlich sehr gut. Den anderen Crap schmeiße ich alles weg, glaube ich. Gibt schön Holz. Kann ich gar nicht wegschmeißen. Okay.
Schaden bei Tieren wäre höher. Die wäre halt geil, gell, aber. Die ist halt wieder so extrem schwer und langsam. Ist gut. Plus 4 Gesundheit, Höchstleistungsfähigkeiten, Schaden. Was haben wir hier noch bekommen? Ah, den da. Dann wollte ich mal in die Fähigkeiten nochmal schauen. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Okay. Stütze verursachen keinen Schaden. Stütze verursachen keinen Schaden. Drücke beim Fallen R2, um Landung auf den Boden zu schmettern und Gegner in der Nähe benommen zu machen. Okay. Okay, ich nehme keinen Schaden mehr jetzt anscheinend. Speerstufe 5. Ah, Speerstufe 5. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Cut und schauen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann die Schlacht an, würde ich sagen, weil die ist ja ziemlich freigeschaltet. Die könnte man nämlich in der nächsten Folge dann mitnehmen. Genau, nehmen wir natürlich dann wieder schwer. Genau, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, Leute. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt dran, ciao, ciao, euer Andi.